Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarian's Ash. Ich habe in der letzten Folge wirklich alles in meiner Macht Stehende versucht, getan und habe mich dann letzten Endes dazu entschlossen, einen Spielstand zu laden, kurz bevor wir gegen Romero gekämpft haben. Und jetzt sieht es so aus. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich komme wieder extrem dumpf vor, aber okay, ja, jetzt ist es wohl definitiv in Stein gemeißelt. Es sei denn, er wird jetzt zum Ultra-Mega-Ultra-Huso, aber naja, eins. Ich zähle wieder mit, damit wir so ungefähr einen Plan haben. Ich glaube, die Nuke kam bei 20, ne? Ja, wirklich, jetzt ist, Zapfenstreichen. Wirklich. Es tut mir so unfassbar leid. Das ist das, was ich meine. Ich denke oft schlecht von mir und ich hatte den Spielstand, das zähle ich nicht als 2, ultra schlecht in Erinnerung. Aber ich muss diese beiden Bosskämpfe, die erste Phase von, das wäre ich glaube ich ein bisschen überheblich hier, die erste Phase von Ash und Romero im Allgemeinen muss ich ja super schlecht gemacht haben. Aber ja, ich sage ja, jetzt wird er zum Ultra-Huso. Okay. Gönnen wir ihm dem Spaß. Ich habe Zeit. Ich weiß ja ungefähr, wann es interessant wird. Ab 20 nämlich. Das mache ich jetzt mal. 2. Jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen aggressiver spielen. Da habe ich mich rechtzeitig aufgeladen. Hallo? Sechs. Ah. Ich drücke 1. Okay, ja, ich sag ja, jetzt wurde er zum Ultra-Mega-Huso. Habe ich jetzt 6 oder 7 gezählt? Jetzt mal bei... Wow. Bei 7. 7. Acht. Oder ne, nein. Auch nicht. Wollte wieder 8 sagen. Oh, okay. Ja, wer hat's denn nicht kommen sehen, meine Freunde? Wer hat's denn nicht kommen sehen, dass er jetzt... Er spürt's einfach. Ist zwar immer random, aber wenn die Leute Pillen in den Taschen haben, dann spürt das und wird natürlich wieder zum Ultra-Mega-Super-Hurensohn. 1. 2. 3. Wow. 4. 5. Da kommt das nämlich noch mit hier, oder? Ja. 6. Schluck. Schluck! Ich hab doch auch gedrückt. 8.
9. War ich schon bei 9? Ich habe keinen Plan. Da seht ihr, wie viel das abzieht. 11. Animation drin, ihm ausgeliefert. Nein, ich dachte, er macht jetzt Schatten. 15 oder so. Sechzehn. Achtzehn. 19. Alter. Ja, schlecht gedeutet von mir. 22. 23. 20. Ich dachte, der macht jetzt die Noob. 25. Nicht eine Noob eingesetzt, ha? Huh? Impossible! Can you really see my future? Is it possible? Laugh, Rion. You have won. Ash, I am the virus program that was made to destroy Dorothy and her children. I wasn't called here by Lilia or by anyone else.
It seems to me as if I came here on my own will. I was created to resurrect Mother, and you were created to destroy her. I think I know now why I couldn't hate you from my heart. Goodbye, Ash. Hate for you in my heart. So please, you too must not hate anyone. I was born here. And this place holds nothing but cold and solitude. Not even a touch of warmth. I was forever, forever lonely. You are very much like me. Why? It's something I've never felt before. It's spreading through my systems. So strange. It feels warm. Okay, ich dreh mal kurz runter. So, ja. Geheime Ende und so, ne? Sollte ich ja kriegen und so, weil ich nicht gespielt hab auf leicht und so. Weil wenn das jetzt hier das, wenn das alles war, dann, ja, ich weiß nicht. Ich hätte wirklich Anwalt oder so werden sollen, Ja, ich kann nicht mehr. Lass uns das einfach angucken, okay? Danke. Lasst uns schauen, welche armen Spasten stolz genug, dreist genug waren, ihren Namen mir hinzuschreiben. Glaube ich. Mach jetzt mal hier einen WhatsApp-Status. So. Fotografiere jetzt einfach meinen Bildschirm. Und mach ein Video. Wie macht man Video für Video halten? Okay. Das mache ich jetzt einfach mal. Ist natürlich doof. Meine Lampe ist zu hell. So. Zack. So. Jetzt schön hinschreiben. Hi. Lege. Scheiße. Endlich geschafft. Heilige Scheiße, endlich geschafft. Und posten. So, ja. Also, hi, liebe WhatsApp-Kameraden, falls ihr das seht, so
habe ich mich in dem Moment gefühlt und angehört. Ich meine, das hält leider nur 24 Stunden, aber zum Glück sind die meisten ja, die ich auf WhatsApp habe, sehr aufmerksam. Also entweder sie interessieren sich komplett oder gar nicht dafür. Ich guck's mir hier nochmal an. Ja, wunderschön, wunderschön. Ach man, ey. Ich schwöre euch, wenn danach nicht noch etwas kommt. Das war jetzt nun wirklich gar nichts. Soll ich mich jetzt einen Ast freuen, dass der fucking Ash jetzt doch zum Schluss noch gut geworden ist oder so, irgendwie sowas? Ich weiß ja nicht. So, jetzt zeig mal was Tolles hier. Ein Ranking. Lose Zeit. 71 Mal gespeichert. 10 Stunden. 10, ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht wirklich. Normal. Position D. Da steht. Nee, Schaden wollte ich gerade sagen. Nee, das ist wie viel wir dann letztendlich hatten. Okay, gut, Start, weg, raus. Du hast 2 Spezialbilder. Doch nur was freigeschaltet, ja. Rescue you, Rian. How can you be here? 10 years have passed since your battle with Ash. Mankind reached a level of technology that has eliminated dangerous programs like Dorothy. Releasing you from your frozen condition and returning you to the real world was Dr. Lilia's last wish. Lilia's last wish? Yes, I'm sorry, but 2 years after the battle, she passed away from radiation sickness. I became a computer engineer so I could continue Dr. Lilia's work. Thank you, Pat. But I don't want to return to reality anymore. Please, delete all trace of Ash's data. Of mine. But please, Pat. I understand. Pat. The future. What is it like? Well, now everyone believes in a more distant future. Good. That's good. Lilia, I always hear your voice. Das war mit Abstand das traurigste geheime Ende, was ich jemals sehen dürfte. Ich muss jetzt direkt mal auf YouTube nachschauen, ob das wirklich jetzt das war.
Ich habe nachgeschaut. Das ist tatsächlich das geheime Ende. Die Leute. Oh, jemand hat es gesehen. Yay, der Erste hat es gesehen. Ja, was ist das da, das Rote? Ach so, das ist mein Fraps-Zeichen, was man da im WhatsApp-Video sieht. Ich muss es mir gerade nochmal anschauen. Ja. Die Leute pflichten mir auf YouTube bei, dass es dieses Ende. Da gab es da Leute, die dann so geschrieben haben: Ja, du musst auf hart spielen und ne, du musst einen B-Rang haben. Gut, ich habe auf normal gespielt und hatte D-Rang. Aber ja, das ist dieses Ende. Was kann ich hier machen? Speichern, okay. Dieses Ende ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht, ganz ehrlich. Spiel frei. Spiel frei. Okay. Freies Spiel, Spiel mit Lilia. haben wir hier noch irgendwas Tolles? Alter. Gab tatsächlich auch wieder hier Sachen, die das hin. Ich drehe jetzt mal wieder den Sound hoch. Das habe ich ja jetzt leider bei der Zwischensequenz nicht gemacht. Ich hoffe, ich drehe die dann ordentlich laut für euch hoch. Hier gibt es tatsächlich auch wieder was zu verpassen. Habt ihr gehört, Controller hat sich wieder ausgestellt. Hui. Ha? Das sind die Galeriebilder oder was? Was ist denn das hier? Ja, das sind nur fucking Galeriebilder. Ich meine, gut, ganz ehrlich, der Kampf war so hart, so anstrengend, dass ich wirklich schon wieder währenddessen vergessen hatte, was war. Erst als in der Endsequenz das erwähnt wurde, fiel mir ein, richtig, die Lilia, die lag ja noch da irgendwo. Und richtig, wir wissen ja jetzt gar nicht, ob Brion rausgekommen ist. Aber jo, hey, du hast das Spiel jetzt extra auf normal. Okay, ich werde dir alles verraten, was du willst. Die Alte ist gestorben und der Typ, der löst sich jetzt. Geil, wow. Dieses Spiel versagt einfach so hart in allem. Noch nicht mal ein geheimes Ende bringt Freude. Okay, ich lade jetzt mal und schau, was ich davon hab. Oh mein Gott. Wähle einen Schwierigkeits. Was? Nochmal. Ich lade. Und okay, gut. Drücken wir wieder auf Normal. Und mal schauen, was passiert. Es kommt wahrscheinlich die Eröffnungssequenz. Wenn ich drüber nachdenke, war das Intro eigentlich das Beste im ganzen Spiel. The year was 2522. Michelangelo's city Das hier baut richtig krasse Atmosphäre auf. Weißt du? Und dann geht das Spiel los. Gott, ach, wenn ich drüber nachdenke, über den Anfang kriege ich ja schon wieder Albträume. Oh, schaust dir vor allem Lilia, hier sah sie noch. Wow, sieht ja jetzt gerade. Did you just Und die andere call Emulatoreneinstellung drin, die sieht ein bisschen fett me? That's aus. weird. Fette Arme, fette Beine, die I Lilia. could have sworn Aber I hier heard finde ich ihr somebody Outfit call my name geiler. just Viel, now. viel geiler, ey. I didn't hear anything. Ja, komm, weg. Tschüss, aus. Ja, nein, ich kann es nicht überspringen. Come on, Rian, let's go. Right, Lilia. Let's go see Dorothy. Ja, I ja. need to see Mother. Ja, das willst du nicht, glaub mir. Hast du schon einmal. Sie kommen mir jetzt irgendwie so fett vor, aber ich habe doch gerade gar nichts an den Einstellungen geändert. Na gut. Okay. Nein. Nichts. Hab nichts Neues. Nichts, gar nichts. Was war. Wo war jetzt der Sinn? Warum? Weshalb? Wieso? Okay. Ja, lass mal raus. Ich habe gerade echt keinen Plan, wieso sich der Controller ständig ab- und ausschaltet.
Jo. Es ist der Moment, wo ich ein Fazit mache. Aber es ist der Moment, wo ich sage, fickt euch. Das werde ich jetzt nicht tun. Weil, ich habe in diesem Let's Play so viele Sachen anders gemacht. So viel, wie sagt man, Konzepte gebrochen, sage ich mal. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich glaube, ich habe nicht genug drüber ausgelassen. Ich bin so fertig. Alter. Wann habe ich angefangen? Um 4 oder um 5? Jetzt ist es 9.20 Uhr, Alter. Ja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Dieses Spiel kostet, ich habe nachgeguckt, kostet auf Amazon 10 Euro. Plus, minus. Und es gibt tatsächlich einen Menschen, der verlangt 75 Euro für dieses Spiel. Und das auf eine komische Art und Weise. Und zwar verlangt er 50 Euro plus, ihr seht das hier gerade eingeblendet, 50 Euro plus 25 Euro Versand. Also, ich weiß nicht, der wurde in seiner Kindheit wahrscheinlich auch misshandelt oder so. Weil er einerseits so viel Geld für dieses Spiel verlangt und andererseits 25 Euro Versand. Wieso? Wenn ich mich recht entsinne, kommt das doch als aus Deutschland. Und selbst wenn man aus Japan sich was kauft, bezahlt man doch nicht 25 Euro Versand. Ich glaube, der trollt, der Junge. Ja, wirklich. Jetzt mache ich doch ein Fazit. Ja, ich kann irgendwie auch nicht ohne. Es ist alles scheiße. Es ist alles in die Länge gezogen. Jede Aktion, guck mal, selbst der Kuss zum Schluss wurde nochmal wiederholt, Alter. Alles mindestens doppelt und dreifach gemacht. Wenn man das alles nicht doppelt gemacht hätte, wenn man die Bosskämpfe wirklich nicht wiederholt hätte, wenn man diese Déjà-vu-Sequenz am Anfang kürzer gemacht hätte, beziehungsweise einfach die Kämpfe nicht so lang gemacht hätte, das mit dem Schlüssel, mit dem Fort, wirklich alles, zieh zwei Drittel davon ab und dann wäre ich dafür, wäre ich bereit, dem Spiel irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Punkte zu geben, aber hier ganz ehrlich, ich hau eine 2 raus. Ich war wirklich die ganze Zeit bei einer 3, aber der Bosskampf, der hat mich jetzt so abgefuckt. Ja, ich meine, das war jetzt echt dumm, dass ich da wirklich dann nochmal so viel gefressen habe, aber ja, keine Ahnung, ich habe es ja dann letzten Endes geschafft. Ich wirklich, also die Synchro war gut, der Sound war auch gut, auch der Hintergrundsound hatte ja sowas, ja, wie soll ich das nennen, sowas Techno Metall zukunftsmäßiges, das war schon für die meiste Zeit recht interessant und gut. Besonders der Soundtrack bei Parano, der hat mir gefallen. Im ersten Kampf, ich weiß gar nicht, ob er im zweiten denselben Soundtrack hatte, aber so dieses Dum, Dum, da. Also, es war schon gut. Der Sound war gut. Der Sound war gut, ja. Die Synchro war gut. Das Gameplay per se war auch in Ordnung. Also, man konnte den Typen steuern. Und das mit dem Kämpfen war auch in Ordnung. Wie gesagt, das war halt nur nicht ausgereift. Und die, und an und für sich war es ja überwiegend nicht schlau zu kämpfen. Es war random, was die letzten Endes fallen gelassen haben. Alles andere war, kann man einfach zusammenfassen, es war einfach, man hat an allen Ecken und Kanten gesehen, dass die keine Ahnung haben. Dass sie wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben. Was komisch ist, weil wir haben das ja irgendwie im ersten besser hingekriegt. Ich meine, gut, da hat man die Pillen jetzt auch nicht so gesehen. Da musste man sich auch random durchklicken. Aber da war es minimal offensichtlicher. Weil dann, ja, hast du eben halt Gegenstände angeklickt. Hier ploppen sie einfach so aus dem Nichts auf. Story-Twists haben sie nicht hingekriegt. Enden haben sie nicht hingekriegt. Geheime Enden haben sie nicht hingekriegt. Gegner haben sie nicht hingekriegt. Belohnung für Kämpfe haben sie nicht hingekriegt. Alles random. Alles unnötig in die Länge gezogen. Einfach alles Rotz. Ja, ich versucht das alles ja irgendwie immer so ein bisschen diplomatisch zu machen und von vieler
Seiten zu sehen und mich dann quasi auch so ein bisschen zu, so hinzustellen, so von wegen, jo, vielleicht ist es auch teilweise einfach mein Geschmack, der da manchmal nicht passt und so. Also bei jedem Spiel bin ich zum Diskutieren, sage ich mal, offen. Aber hier muss ich, sorry, ich muss ich wirklich hier nochmal ganz ehrlich sagen, ey, wer wirklich hier der Meinung ist, dass das ein gutes Spiel ist, der weiß auch nicht, der, ich weiß nicht, was in eurem Kopf vorgeht, ganz ehrlich. Hier habe ich euch nochmal drei Tabellen hingepflanzt. Erklärt sich von selbst. Hier sehen wir nochmal Spiele, die vorher rauskamen, Spiele, die danach rauskamen, Spiele, die zur selben Zeit rauskamen. Da habe ich ja schon ein paar genannt. Ich kann jetzt auch nochmal kurz gucken. Es wäre jetzt doof, wenn ich was einblende, von dem ich gerade keine Ahnung habe. Warte, ich drücke hier nochmal was, damit ich sehe, wann das Spiel rauskam. Oder ich drücke nichts, weil mein Controller nicht funktioniert. Doch, das war 2002. Ja, zwei, drei Klicks und ich habe so viele gute Spiele auf einen Blick gefunden. Ja, also sprich, man kann nicht wirklich sagen, dass die Leute keine Vorlagen hatten, nichts aus irgendjemandem schauen konnten, dass sie quasi, dass es quasi die neue Zeit war und alle waren unerfahren. Nein, es gibt so viele gute Spiele, die davor, danach und währenddessen rauskamen. Also da kann man sich auch jetzt nicht rausreden. Ja, generisch, langweilig, repetitiv, unfair und random. Bitte bleibt mir fern, wenn ihr dieses Spiel gut findet. Falls jetzt wirklich Fans bis hierhin zugeschaut haben, es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ihr könnt gerne... Ich meine, ich habe mich jetzt... was ist das? Folge 45 oder so? Ich habe mich jetzt bestimmt 30 Parts darüber ausgelassen, habe das Spiel kritisiert. Ich meine, ihr könnt es gerne tun. Ihr könnt liebend gerne mich voll spammen und sagen, wie unrecht ich doch habe und bla. Das könnt ihr alles gerne machen. Steht euch natürlich frei. Aber ja, rechnet nicht damit, dass ich euch antworte. Ich werd's mit durchlesen und dann direkt aus meinem Kopf löschen. Also nicht den Kommentar löschen, sondern wirklich, es interessiert mich wirklich nicht. Eure Spielverteidigung interessiert mich in diesem Fall wirklich absolut nicht. Wirklich freie Meinung hin und her, Geschmack hin und her. Aber ich finde wirklich jeder, der diesem Spiel mehr als 3 Punkte geben möchte, der hat irgendwie einen Knacks weg. So, sorry, aber ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich hatte Spaß. Spaß am Kritisieren, Spaß am Witze machen über das Spiel. Also ich hatte Spaß, nur halt schätzungsweise aus den falschen Gründen halt. Also das ist dann immer so eine moralische Frage, ob man das denn Let's Plays machen sollte. Ja. Ich finde schon, ich habe auch Spaß daran, wenn andere Leute verkacken, wenn sich andere Leute aufregen. Nur, weiß nicht, das war ja eigentlich nicht meine Intention. Ich bin ja mit guten Gewissens an dieses Spiel rangegangen. Ich habe halt damit gerechnet, dass es nicht die Story weiterführt, dass es vielleicht was komplett anderes macht. Aber ich bin positiv rangegangen und bin ja dann erst negativ geworden. Ja. Wenn ich jetzt von Grund auf gewusst hätte, dass es scheiße ist, dann hätte man das schon hinterfragen können. Aber es ist ja beim Spielen, es ist blind, man macht die Erfahrung, man gibt seine Meinung ab, man spielt mehr oder weniger gut. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wahrscheinlich hattet ihr es, sonst würdet ihr mir jetzt nicht zuhören. An dieser Stelle schreibt doch mal bitte, das könnte ich jetzt als Aufgabe geben. Schreibt. Mir fällt nichts ein. Kann ich nicht einfach. Schreibt. Oh, mir fällt kein random Wort ein. Schreibt Vita-Malz. Schreibt Vita-Malz in die Kommentare. Wenn ihr so lange hier geblieben seid. Wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr Spaß hattet oder dass ihr Ausdauer hattet.
dass ihr bis jetzt da gewesen seid, schreibt Vita mal einfach als Kommentar oder zusätzlich, wenn ihr mir zusätzlich was sagen wollt. Wenn ihr keine Idee habt, was ich schreiben soll, schreibt auf jeden Fall das runter und dann weiß ich, oh mein Gott, ihr seid die Besten überhaupt. Wirklich mein allergrößten Respekt, wenn ihr das tatsächlich durchgezogen habt. Ja, abgesehen davon, ja, falls ihr mich sympathisch und Co. findet und ihr weiter Let's Plays sehen wollt, schaut auf meinem Kanal natürlich vorbei. Schaut auf jeden Fall Galerians. Schaut fucking Galerians 1, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wirklich. Und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, mir irgendwie 1 Euro im Monat dazulassen, weil ich verdiene ja nicht wirklich was an meinen Videos. Oder ja, macht Mundwerbung, schickt meinen Kanal an eure Freunde, Verwandten, Bekannten und Feinde. Abonniert mich auf Twitch. Da könnt ihr mir dann tatsächlich kostenlos helfen, wenn ich streame. Einfach den Stream auflassen. Und also ihr könnt da eure E-Mail-Adresse alle 10 Minuten eingeben und dadurch verdiene ich dann Geld. Mal ganz kurz gesagt. Also da kommt dann so eine imaginäre Werbung in den Stream und je nachdem, wie viele zuschauen, je nachdem kriege ich dann eben halt Geld. Das ist völlig kostenlos. Also macht jenes, macht Werbung oder wenn ihr tatsächlich 1 Euro für mich übrig habt, dann macht das vielleicht so. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe hier viele Sachen anders gemacht. Ich wollte eigentlich nie in meinem Let's Play irgendwie trinken oder so oder in die Zwischensequenzen reden und bla. Das sind alles, oder so unglaublich oft bei anderen Leuten nachgucken, das sind alles so Sachen, die verkneife ich mir eher oder die finde ich einfach nicht so in Ordnung, sage ich jetzt mal, aber hier war mir dann irgendwann alles scheißegal. Das war ein sonderbares Let's Play, es war ein lustiges Let's Play, es war ein, ja, gutes Let's Play aus den falschen Gründen. Aber ja, wirklich Butter bei den Fischen, ich würde schon sagen, das ist das schlimmste Spiel, das schlimmste Let's Play ist auf diesem Kanal. Wenn wir mal die abgebrochenen beiseite liegen, abgebrochene Let's Plays sind natürlich schlimmer, aber wirklich, ich würde jetzt spontan behaupten, dass ich nie was Schlimmeres gespielt hätte auf diesem Kanal und auch kein schlimmeres PlayStation 2 Spiel, wobei man das mit Vorsicht sagen sollte. Also, ich habe noch nie wirklich bewusst versucht, was Schlechtes zu spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch schlechtere PlayStation 2 Spiele gibt. Also PlayStation 2 technisch bin ich ja hier auf diesem Kanal, sage ich mal, noch sehr Mainstream. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch schlechtere Sachen gibt. Aber ja, ich wünschte wirklich, es wäre kürzer gewesen. Es hätte kürzer getreten mit allem. Aber naja, und ich wünschte, ich hätte dieses geheime Ende nicht gesehen. Ich wünschte wirklich, ich hätte es nicht gesehen. Zu der Gedanke, dass Ryan quasi wieder tot ist und dass Lilia gestorben ist, das macht mich jetzt schon echt traurig, ganz ehrlich. Wenn ich dieses Spiel vor Galerians 1 in die Hände bekommen hätte, ich weiß nicht, ob ich es durchgezogen hätte, weil ich muss schon sagen, dass Ryan und Lilia so mein Antrieb war für dieses Let's Play. Also das waren eben halt zwei interessante, sympathische Charaktere. Und ich wollte unbedingt wissen, wie es mit denen weitergeht. Jetzt im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte es nicht wissen wollen. Ich versuche das jetzt, das komplette Spiel zu verdrängen und stelle mir einfach vor, dass Lilia immer noch oben mit Ryan in den Armen liegt. Immerhin, dann hat sie wenigstens überlebt. Theoretisch. Ja. Ohne diese beiden Charaktere, ohne das Wissen über diese beiden, wäre es wahrscheinlich noch langweiliger gewesen. Ich meine, man hat jetzt nicht so viel Charaktertiefe gehabt. Ne? Ryan war schon irgendwie badass. Aber ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob ich die beiden Charaktere gemocht hätte, wenn ich diesen ersten Teil nicht gespielt hätte. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, aber hier Parano und Co., wie gesagt, die waren alle scheiße. Dass sie nun letzten Endes in Wirklichkeit Ashs Persönlichkeiten sind, fand ich einen ganz coolen Twist, aber trotzdem waren sie scheiße. Dann hätten sie halt bessere Persönlichkeiten machen sollen, ja. Sie waren halt einfach scheiße nervig. Das war richtig Stereo. Ich meine, das Stereotypische macht dann natürlich Sinn,
weil es die verschiedenen Persönlichkeiten sind, aber man hätte sich trotzdem besser machen können. Von daher, ja, wirklich danke, falls ihr das jetzt hier alles mitverfolgt habt. Wow. Ich bin jetzt komplett am Arsch, ganz ehrlich. Ich glaube, ich brauche einen Psychologen. Das war alles so abgefuckt. Schlecht. Ja. Aus dieses Radioaktivitätsthema und so. Ich habe jetzt nicht so viel mit Radioaktivität zu tun. Ich finde das Thema jetzt nicht ganz so interessant. Das ist ja so bei Radioaktivität, dass ja man dadurch kann man ja Mutationen hervorrufen und Co. Da hätte man vielleicht das Thema noch ein bisschen an den Eiern, wenn schon, denn schon packen sollen. Sprich, man hätte die Menschen mutieren lassen sollen. Man hätte eben, weil alles radioaktiv ist, richtig krasse, abgefuckte Gestalten auf dem Bildschirm platzieren können, à la Silent Hill. Man hätte apokalyptische Städte zeigen können, in denen man sich bewegt. Eben, weil, es ist ja so der Witz, sie haben dieses apokalyptische Thema genommen, um zu verhindern, eine große Flora und Fauna schaffen zu müssen, aber gleichzeitig sind Galarians immun gegen Radioaktivität. Ja, das war so der Fehler. Dann hätten sie sagen müssen, oh, er ist doch nicht. Weißt du, dadurch, dass er immun ist, hätten sie es doch tatsächlich machen können. Es ist einfach absurd. Da hat wirklich keiner, ich schwöre, da hat keiner nachgedacht. Keiner. Auch nur eine einzige Sekunde. Niemand hat bei diesem Spiel nachgedacht. Wirklich. Wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte alles, wenn alles auf dem Tisch liegt, so von Konzepten und Leveldesign und so, ich hätte so diesen klassischen Wusch genommen. Meine Hand von links nach rechts, alles weggeworfen, alles nochmal neu gemacht. Von mir aus Radioaktivitätsthema behalten wir, Ash behalten wir. Dieses Déjà-vu-Thema hätten wir auch behalten können, wir hätten es nur kürzer gemacht. Und dann ab dem Punkt, wo man in die reale Welt kommt, ab da hätte ich alles anders gemacht, ganz ehrlich. Abwechslungsreichere Levels, interessantere Story, ja, es ist, man kann nicht wirklich einzelne Punkte kritisieren, weil das alles so schlecht ist. Man wusste wirklich, dieses Spiel hätte von Grund auf anders gemacht werden müssen, ja. Scheiße war es, der Mond schien hell, ja. Ich muss hier raus, ganz ehrlich. Ich kribbel jetzt in den Händen. Muss jetzt hier dieses Let's Play beenden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid mir nicht zu böse, wenn ihr Fans seid. Wirklich, ich hab jetzt niemanden irgendwie provozieren wollen oder so. Es ist einfach wirklich das, was ich über dieses Scheißspiel denke. Und ich hab so viele Spiele gespielt, die ich in den Himmel gelobt habe. Wenn man Sachen in den Himmel lobt, dann muss man auch andere Sachen in den Arsch treten, zu Boden werfen, weil sonst kann man die Lorbeeren ja nicht wertschätzen. Wie könnte man mich denn beispielsweise dabei ernst nehmen, beim Hunting Ground loben, wenn ich niemals Situationen habe, wo ich etwas kritisiere? Versteht ihr, was ich meine? So, wenn ich alles und jeden loben würde, dann macht es ja gar keinen Sinn, jemanden zu loben. Von daher war es vielleicht auch im Sinne der anderen Let's Plays auch mal wichtig, dass wir jetzt hier so ein Let's Play haben, wo ich auch mal so richtig negativ rangehe. Richtig alles niedermache. Aber ja, es gibt immer ein nächstes Mal. Ich denke, irgendwann wird es auch was Schlimmeres als Galarians Game, aber momentan ziehe ich meinen Hut vor diesem Spiel im negativen Sinne und gebe diesem Spiel die Auszeichnung schlimmstes, behindertstes Spiel auf diesem Kanal und behindertstes PlayStation 2 Spiel überhaupt, was ich jemals gespielt habe. Jo, hat trotzdem mega lang gedauert, weil man eben halt alles in die Länge gezogen hat, aber ja, wie gesagt, schreibt Vital Malzbier in die Kommentare, dann weiß ich, ihr wart dabei und dann bin ich sehr stolz auf euch und ich hoffe, Charlene hat sich dann nochmal gemeldet. Wirklich. Ich hoffe, dass es auch in Ordnung war, dass ich die beiden Themen nochmal behandelt habe. Dass ich, ja, es ist, ach, dieses, ja. Ja. Ich bin am Ende. Also, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich hoffe, ihr habt dann vielleicht mal bei den anderen Sachen reingeschaut, die jetzt hier so in letzter Zeit liefen, ne? Mega Man, Hunting Ground und so.
demnächst kommt dann, wie gesagt, auch Lego Star Wars, Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alles, alles und noch viel mehr wird besser sein als dieses Spiel hier, ja. Vielleicht nochmal wirklich abschließend gesagt, ich habe sehr, sehr gehofft nach dem ersten Teil, der gut war. Ich habe da wirklich sehr, sehr gehofft, dass die da was Gutes machen. Ich habe es nicht verstanden, wieso es nicht mehr als zwei Teile gibt. Jetzt verstehe ich es komplett. Der Teil hier, das wäre, glaube ich, ein guter Kinofilm geworden, ne? Bei dem ersten kann man sich streiten, ob das so in Ordnung ist. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Aber ja, hier, das kann ich mir sehr gut als Kinofilm vorstellen. Ja, alles schön komprimiert, mit dem Hin- und Herlaufen und so. Ich denke, das wäre hier echt ein guter Kinofilm. Also gut im Sinne von, das hier fühlt sich wirklich an, als wäre das, ja, es fühlt sich nicht, es wäre, ja, ein guter Kinofilm. Das hier wirkt quasi wie eine schlechte Spielverfilmung, sagen wir es mal so. Also sprich, dass der Film zuerst da war und dass das Spiel dann kam. Ja, es war wirklich Let's Play-Kommentatoren technisch, wie als hätte ich die ganze Zeit eine Autobahn kommentiert. Es war ein Autobahn-Let's Play. Läufst ständig, hast irgendeine Scheiße. Dann kommt mal kurz so 2-3 Minuten der Moment, wo du quasi aus dem Auto steigst und dich umgucken kannst und deine Beine ausstrecken kannst. Also was hier quasi die Bosskämpfe wären, sage ich jetzt mal, oder minimales Arealgewechsel, aber die Areale haben sich wiederholt, wie auf der Autobahn. Die Haltestellen sehen halt auch alle gleich aus, nicht wahr? Von daher, jo, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Autobahn-Let's Play. Ich sollte jetzt meine Klappe halten. Es wird schätzungsweise nicht besser. Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.